Bobby und Manuel Koch, vielen Dank. Und bei mir jetzt Andreas Lipko von Kliegl und Hafner. Schönen guten Morgen nach Berlin. Schauen wir uns mal die asiatischen Börse an, Herr Lipko. Der Nikkei bleibt im Aufwind, zumindest hier zum Wochenauftakt sah es gut aus. Da gewinnt der japanische Aktienmarkt 0,4%. Was war denn jetzt ausschlaggebend für den positiven Start? Ja, guten Morgen, Herr Groß. Nicht in den USA ist es ein Notenbanker, der für steigende Kurse sorgt, sondern auch in Japan ist es der neue Notenbankchef Haruhiko Kuroda, der eben heute mit positiven Statements den Aktienmarkt in Japan weiter beflügelt hat. Der Nikkei heute ja im Plus mit 0,4% jetzt auf 11.650 Punkten. Herr Kuroda meinte eben, dass man eben alles Mögliche tun wird von Seiten der Notenbank, dass man der Deflation in Japan ein Ende bereiten wird. Das hat natürlich die Akteure gefreut. Das hört man gerne. Demzufolge heute die steigenden Kurse in Japan. Was hat er zum Yen gesagt und was macht der Yen? Ja gut, der Yen ist weiter auf Konsolidierungskurs. Das war ja auch zu erwarten, nachdem er an der Spitze bis 1,25 zum Euro zum Beispiel hochgelaufen ist. Bewegt er sich jetzt bei 1,214, also mit 0,4% im Minus, was ganz überraschend ist, weil man ja gerade die Korrelation in den letzten Handelszahlen gesehen hat. Steigender Yen, steigende Kurse in Japan, fallender Yen, fallende Kurse in Japan, fallender Yen, fallende Kurse an der Börse. Das heute eben umgedreht. Demzufolge sehr interessant, dass hier eigentlich dann demnach eine eigene relative Stärke entwickelt wird, die eben aus den Aussagen von Herrn Kuroda zurückzunehmen ist. Welche Einzelwerte waren es denn, die heute zum Wochenauftakt im Fokus standen? Ja, hier haben wir eine sehr interessante Korrelation insgesamt in Asien gesehen. Es waren besonders Immobilienwerte, die heute in Japan gesucht waren. Mitsui Fudosan zum Beispiel mit 2,9% im Plus oder Sumitomo Development mit 4,4%, aber auch eine Mitsubishi Estate mit 3,6%. Das ist natürlich klar, wenn man eben davon ausgeht, dass weiter eine expansive Geldpolitik gefahren wird, dann zieht man sich auf Sachwerte zurück und wird dann natürlich auf Immobilien zurückgreifen. Besondere Auffälligkeiten an den anderen asiatischen Börsen? Ja gut, wenn man einen Blick zum Beispiel nach China rüberwirft, war es schon sehr überraschend, was da heute passiert ist. Der Hang Seng Index mit 1,6% im Minus, Shanghai und Shenzhen beide jeweils fast mit 5% bisher im Minus. Das kam daher, dass die chinesische Regierung eben genau hier die andere Seite gefahren hat. Hier sieht man eben eine Immobilienblase in einem Stehen, die versucht man dem entgegenzuwirken, dass man eventuell in Zukunft verlangt, höhere Eigenkapitalquoten bei dem Erwerb von zweiten Immobilien und eben auch höhere Zinsen zu erwirken bei den sogenannten Innenstädten. Dass man hier also möchte, dass die Spekulation nicht zu wild ins Kraut schießt. Demzufolge waren es dann nämlich hier nicht die Immobilienwerte, die gewonnen, sondern die haben extrem verloren. China Overseas Land mit fast 6% im Minus, China Resource Land mit 8,4% im Minus und natürlich die Banken im Gefolge, die ebenfalls verloren haben. Also genau das umgedrehte Bild zu Japan. Und was machen die Märkte in Australien? Ja, Down Under leidet wie immer natürlich darunter, dass die Rohstoffwerte jetzt wieder zurückkommen. Wenn man sich Gold ansieht mit weit 1.570 US-Dollar, kam ja jedoch eine relativ große Konsolidierung bzw. Kurskorrektur in Gange. Das trifft natürlich dann die Rohstoffwerte. Man befürchtet hier dann auch, dass in der Zweitrunde sich die Wirtschaft in Australien etwas abkühlt, dass man hier nicht mehr so die großen Wachstumszahlen vorweisen wird in der nahen Zukunft, die man in den letzten Jahren hatte. Demzufolge heute die klassischen sensitiven Werte im Minus Rio Tinto, im Minus Late und Macquarie Bank. Auf der anderen Seite waren es dann eben auch eine andere Bank, Commonwealth Bank, die heute leicht gesucht war, beziehungsweise eine Caltex, ein Ölunternehmen, was ebenfalls gesucht war. Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass sich die Ölpreise relativ gut entwickelt haben und Öl davon profitieren wird, wenn die Wirtschaft sich allgemein wieder beruhigt, beziehungsweise an Schwung gewinnen kann, dass natürlich solche Unternehmen dann davon profitieren. Der Nikkei startet positiv in die neue Handelswoche. Anders China, jetzt sehen wir rote Vorzeichen. Dankeschön, Andreas Lipko nach Berlin. Ich bedanke mich auch und schönen Tag noch.